Hallo meine Lieben, willkommen auf meinem Kanal und zu meiner Weihnachts-DIY-Serie, in der ich bis Weihnachten pro Woche 2 weihnachtliche Videos hochlade. In diesem Video zeige ich euch, wie man Makramee-Schlüsselanhänger selber macht. Und zwar mit 2 einfachen Knoten, einmal dem Kreuzknoten und dann dem Spiralknoten. Ich habe auch 2 unterschiedliche Farben Garn benutzt, da seid ihr natürlich komplett frei. Das Garn und die Ringe für die Schlüsselanhänger verlinke ich euch einmal unten in der Infobox. Und ohne weitere Vorrede geht's jetzt los mit dem Video. Für die Schlüsselanhänger braucht ihr wie gesagt nur Garn und Schlüsselringe. Außerdem macht ein Maßband Sinn oder ein Zollstock, eine Schere und ein kleiner Kamm. Für den Kreuzknoten braucht ihr 2 Seile a 60 cm und ein Seil a 40 cm. Ihr könnt alternativ auch 2 80 cm Seile als die Langseile nehmen. Da verschwendet ihr nur etwas Garn, das kann ich euch gleich noch einmal genauer zeigen. Und falls euch Makramees ganz allgemein interessieren, ich habe auch noch ein Video, in dem ich Makramee-Blumenampeln gemacht habe, das ich euch einmal hier verlinke. Im ersten Schritt befestigt ihr die beiden langen Seile am Schlüsselring. Dafür legt ihr das Seil so hin, dass 2 Drittel auf der einen und 1 Drittel auf der anderen Seite liegen. Die kurze Seite gibt dann vor, wie lang der Schlüsselanhänger am Ende ist. Falls ihr es euch leichter machen wollt, könnt ihr auch 80 cm abschneiden und beide Seiten gleich lang lassen. Dadurch verschwendet ihr nur etwas Seil. Als nächstes zieht ihr dann die entstandene Schlaufe durch den Ring und fädelt die beiden Fäden durch diese Schlaufe und zieht das Ganze einmal fest. Das macht ihr für beide Fäden und sorgt immer dafür, dass die beiden kurzen Enden in der Mitte sind und die beiden langen Enden außen. Beide Knoten, die ich euch zeige, sind besonders einfach und das hier ist noch der schwerere von beiden, das ist der Kreuzknoten. Dafür nehmt ihr die äußeren Seile und legt erst das linke Seil über die beiden mittleren Seile, das rechte Seil dann noch darüber und zieht es von unten durch die entstandene Schlaufe. Beim Festziehen müsst ihr dann nur darauf achten, die beiden Seile in der Mitte straff zu halten. Das ist Teil 1 des Knotens. Teil 2 ist sehr ähnlich, nämlich einfach genau das Gegenteil. Ihr nehmt das linke Seil und führt es unter den beiden mittleren Seilen her, nehmt das Seil von rechts aus und führt es unter diesem her und dann von oben durch die entstandene Schlaufe. Diese beiden Knoten macht ihr dann immer abwechselnd, so entsteht ein gerades Muster. Je nachdem, wie viele Knoten ihr macht, wird der Schlüsselanhänger unterschiedlich lang. Wenn er genauso lang werden soll wie meiner, müsst ihr exakt 6 Knoten machen, das heißt 6-mal in die eine und 6-mal in die andere Richtung. Dann nehmt ihr das Seil mit den 40 cm und legt es auf den Schlüsselanhänger, sodass oben ein kleines Stück Seil übersteht und unten eine Schlaufe entsteht. Dann wickelt ihr unmittelbar unter den Knoten, die ihr gerade gemacht habt, das 40 cm lange Seil ganz fest um das Ende des Schlüsselanhängers, führt das Seil dann durch die entstandene Schlaufe und zieht oben einen 40 cm langen Faden, um den Knoten festzuziehen. Dann schneidet ihr den Faden, der oben rausguckt, ab und alle Fäden, die unten rausgucken, schneidet ihr auf dieselbe Länge. Wenn ihr hier 80 cm lange Stücke genommen habt, müssten 2 der Seile deutlich länger sein. Als nächstes dreht ihr das Garn mit den Fingern auf und wenn ihr alle Fäden voneinander getrennt habt, könnt ihr einen Kamm nehmen und das Ende des Schlüsselanhängers auskennen. Als nächstes zeige ich euch noch den Spiralknoten. Hier nehmt ihr anstatt 60 70 cm für eure Seile. Das kurze Seil kann aber wieder 40 cm lang sein. Und ihr startet auch genauso wie eben und legt eine Schlaufe durch den Ring und bestimmt die Länge des Schlüsselanhängers mit den mittleren Seilen. Der Spiralknoten ist deshalb einfacher als der Kreuzknoten, weil ihr hierfür einfach nur Teil 1 des Kreuzknotens immer wieder wiederholen müsst. Das heißt, ihr legt das linke Seil über die beiden mittleren Seile, das rechte Seil über das linke Seil und dann führt ihr es von unten durch die Schlaufe und diesen Knoten wiederholt ihr immer wieder. So entsteht die Spiralform, die dem Knoten ihren Namen gibt. Und weil ihr dafür etwas mehr Seil verbraucht, habt ihr auch am Anfang 70 anstatt 60 cm abgeschnitten. Der nächste Teil ist jetzt exakt gleich wie beim Kreuzknoten. Ihr legt wieder eine Schlaufe auf den Schlüsselanhänger, wickelt 5-mal feste drum, führt das Seil durch die Schlaufe und zieht oben an dem kleinen Faden.
Dann schneidet ihr alle Fäden auf dieselbe Länge, wickelt sie auf und kämmt sie mit einem feinen Kamm, damit der typische fransige Look entsteht. Das waren meine beiden Makramee-Schlüsselanhänger. Falls ihr mit dem Thema Makramee gerade erst startet, ist das eine super Übung. Und falls ihr euch schon fühlt, als wärt ihr für den nächsten Schritt bereit, guckt euch gerne mein Makramee für Anfänger-Video an, in dem ich Blumenampeln gemacht habe. Da zeige ich euch noch weitere Knoten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal für weitere Weihnachtsvideos.